In den folgenden zwei Lektionen lernen Sie ein Gleis und seine besonderen Eigenschaften kennen. Wechseln Sie bitte zum Gleiseditor, behalten den voreingestellten Gleisstil bei und klicken auf die Schaltfläche Gleis verlegen. Dann klicken Sie dort ins Planfenster, wo das Gleis beginnen soll. Ein ausgewähltes Gleis wird durch einen weißen Rahmen markiert. Es hat ein grünes Dreieck am Anfang, einen grünen Punkt am Ende und in der Mitte ein weißes Oval. Mit gedrückter linker Maustaste können Sie den Anfang und das Ende verbiegen und verziehen. Wenn der Mauszeiger aus 4 Pfeilen besteht, dann können Sie mit gedrückter linker Maustaste das Gleis verschieben. Befindet sich der Mauszeiger über dem Oval in der Mitte, dann können Sie mit gedrückter linker Maustaste das Gleis verdrehen. Ziehen Sie dazu die Maus zunächst zur Seite, um einen Hebel zu bilden, und bewegen Sie dann im Kreis um das Gleis herum.